Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und danke sehr fürs Einschalten. Ich habe ja im September ein Oktoberfest-Frisuren-Special, ganz schön lang, ich weiß. Mir ist aber kein anderer Name eingefallen tatsächlich. Also, Oktoberfest-Frisuren-Special im September habe ich gestartet. Und die ganze Playlist werde ich euch einmal hier verlinken. Also, wer sich alle Frisuren reinziehen möchte, bitte sehr, ihr könnt einfach draufklicken und dann bekommt hier die ganze Playlist abgespielt. Dieses Video wird wohl das letzte Oktoberfest-Special-Video sein. Ich werde noch ein paar Short-Videos hochladen. Ich glaube, 2 oder 3 werde ich noch hochladen. Und dann ist das Oktober-Special damit zu Ende. Und heute mache ich eine Oktoberfest-Frisur ohne Flechten. Und die ist so, so einfach. Das kann tatsächlich jeder nachmachen. Und es geht auch tatsächlich mit kürzeren Haaren, mit längeren auch. Wobei man da schon richtig gut fixieren muss. Mit mittleren, so wie bei mir auf jeden Fall. Und mit kürzeren, also ab Schulterlänge auch. Ich glaube, ich habe so eine ähnliche Frisur vor 1,5 Jahren geteilt. Und da hatte ich so schulterlange Haare. Als ich mit YouTube gestartet habe, hatte ich ja, solche Haare. Und auf jeden Fall war die Frisur ähnlich, nur mit Flechten. Und diesmal ist es ohne Flechten, mit längeren Haaren. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Frisur eigentlich für alle Haarlängen geeignet. Und falls ihr feineres Haar habt oder mehr Struktur benötigt, habe ich jetzt ein paar Tipps für euch. Und zwar habe ich meine Haare gerade mit Trockenshampoo bearbeitet. Und in den Längen gebe ich mir einfach ein Texturspray rein. Das sorgt dafür, dass die Haare einfach mehr Griff haben und, wie der Name schon sagt, mehr Textur. Das ist tatsächlich so. Und ich benutze eigentlich kaum Haarspray und tatsächlich lieber Texturspray, weil irgendwie fühlt sich das Haar dann voller an, griffiger und ich finde, die Frisuren halten tatsächlich auch besser. Und was das Beste natürlich ist, das Haar verklebt nicht und das ist für mich supi, weil ich mag es überhaupt nicht, wenn Haare verkleben oder am Gesicht kleben oder man so einen Haarklumpen hier hat und es sich einfach strohig anfühlt. Und dann denke ich, habe ich immer das Gefühl, mein Haar bricht gleich ab. Das möchte ich nun gar nicht. Von daher habe ich von Haarspray auf Texturspray gewechselt. Der Haarspray mache ich einfach, wenn ich wirklich eine Hochsteckfrisur mache und dann als Finish obendrauf, um die fliegenden Härchen zu fixieren. Aber um mehr Volumen und Griffigkeit zu haben, benutze ich tatsächlich Texturspray. Und ich würde sagen, ich starte mit der Frisur. Ich habe mir hier schon die Ponypartie etwas gewellt, hier und da. Das werde ich mir jetzt, glaube ich, wegstecken, damit ich nicht das Ganze ja, mit einbinde. Was mir tatsächlich so oft passiert, wenn ich das nicht mache, wenn ich es mir nicht wegstecke, also so abteile, dann habe ich die Ponypartie immer. Ein bisschen heftig im Gesicht. Also, habe ich die Ponypartie immer mit eingeflochten oder mit eingestylt, je nachdem. Ne? So, wir starten. Und zwar werde ich hier an der Ohrpartie mir eine Strähne abteilen. So, nicht zu dick. Das Oberhaar lasse ich so nach hinten. Achso, und ich habe die Haare natürlich vorab ein bisschen gekämmt. So, und jetzt drehe ich das Ganze einfach nach hinten so ein paar Mal und fixiere mir das Ganze am Hinterkopf mit so einer Klammer. Und mache das gleiche jetzt auch auf der anderen Seite. Also etwas Haare nehmen. So. Und nach hinten eindrehen. Und jetzt werde ich die beiden eingedrehten Strähnchen nach hinten zu einem Zopf verbinden. Und zwar benutze ich dafür so ein elastisches, durchsichtiges Haargummi. Ein kleiner Tipp am Rande, falls ihr solche elastischen Haargummis nicht mögt oder Probleme habt, die hinterher ja, aus eurem Haar wieder rauszubekommen, könnt ihr auch einfach ganz normale kleine Haargummis benutzen, wie diese hier. Das ist jetzt in meiner Haarfarbe. Die gibt es aber auch in verschiedenen Haarfarben. Oder wenn ihr solche nicht findet, ich habe mir schon ein paar bunte in der Kinderabteilung einfach nachgekauft. Ansonsten habe ich die hier in der Größe bei Bundi geholt. Aber ich glaube, die gibt es
mittlerweile überall. DM hat es natürlich auch und Bijou Brigitte hat es, glaube ich, auch. Also von daher findet ihr eigentlich in jeder Drogerie verschiedene Haargummis. Also wenn ihr solche nicht mögt, könnt ihr auch solche etwas kleineren nehmen oder eben in der Kinderabteilung schauen. Das funktioniert genauso. Man muss ja auch nicht die quietschbunten nehmen. Fühlt euch frei, auch in der Kinderabteilung mal zu gucken. Die haben nämlich auch ab und zu ganz coole Haarspangen. Lohnt sich auf jeden Fall mal in der Kinderabteilung nachzuschauen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt weiter. Ich nehme mir jetzt so eine kleine Klammer. Die sieht so aus. Ich glaube, die habe ich auch von Budni. Ja, so groß ist sie. Also so ist meine Handfläche und das ist eben so die Größe. Die werde ich mir jetzt einfach an dieser Stelle hier fixieren. Es hat im ersten Moment nicht viel Sinn, denkt ihr, aber es hat doch Sinn. erstmal zeige ich euch, wie das aussieht. So. Einfach an der Stelle, wo ihr eben den Zopf habt. So, jetzt nehme ich mir die restlichen Haare und werde mir das Ganze hier so fixieren am Ende, also hier. Und ich ziehe beim zweiten Mal die Haare nicht komplett durch, damit ich hier so eine Schlaufe habe. Und jetzt klappe ich mir einfach diesen coolen Zopf hier und werde es einfach um die Haarklammer dahinter verstecken und mit der Haarklammer das Ganze so ein bisschen fixieren. Und durch diese Haarklammer wirkt hinterher der ganze Dutt voluminöser, als ob ich mehr Haare habe. Habe ich natürlich nicht. Aber somit habe ich den ganzen Hohlraum und so weiter gut kaschiert. Und dadurch sieht das eben voller und voluminöser aus. Was ziemlich cool ist. Und das Ganze fixiere ich natürlich mit Bobbypins. Und zwar so webartig, dass ich erstmal an die Kopfhaut gehe, dann wieder zum Dutt, Kopfhaut, Dutt, Kopfhaut, Dutt und dann ziehe ich es durch. Und wie beim Weben eben. Denn dadurch hält das am besten, wie ich finde. Ihr könnt es aber, wenn es nicht so ganz klappt, natürlich nur einmal so und so machen. Das geht auch. Ja, dann mache ich das mal. So, das wäre erledigt. Jetzt mache ich hier mal meinen Pony wieder frei. So, und jetzt ziehe ich mir noch im Hinterkopf so ein paar Strähnen nach oben und locker das Ganze quasi, um ein bisschen mehr Fülle hier zu bekommen. Dann gehe ich hier so mit meinen Fingern nochmal zurück und schiebe die Haare hoch. Und jetzt könnt ihr das Ganze auch mit Haarspray fixieren, wer möchte. Ich lasse es jetzt so, für mich reicht das. So mehr Volumen geht bei mir nicht, sonst sieht es komisch aus. Und das war auch schon die Frisur. Wie ihr seht, ganz easy. Wie lange sitze ich hier dran? 10 Minuten eventuell mit Vorbereitung und so weiter. Ne? Also das Video selber ja natürlich länger. Aber jetzt letztendlich habe ich, glaube ich, 10 Minuten für diese Frisur gebraucht und ich finde es mega. Ohne zu flechten, ohne Vorkenntnisse zu haben und so weiter. Also ich glaube, jeder kann es tatsächlich nachstylen. So, und jetzt zeige ich euch die fertige Frisur. Und ich würde sagen, ja, die Frisur ist fertig. Das Video auch. Und ich verabschiede mich von euch, wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.